So, mit den nächsten Punkten möchte ich eigentlich gerne hier die Knochenwerkzeuge und danach die Kompositwerkzeuge erforschen. Denn dann können wir zum Beispiel Bäume fällen. Das ist ja schon mal nicht verkehrt, dann kriegen wir hier unsere Holzscheite nämlich auch so. Und ich nehme mal an, dass wir hier für spätere Bauten so oder so Holzscheite auch brauchen werden irgendwann. Spätestens, ich glaube, für das Totem brauchte man auch wieder welche. Gut, und der erste Winter ist gleich vorbei. Das heißt, den haben wir doch ganz gut überstanden. Wir haben halt Fleisch und Fisch. Genau, Wissen plus 1. Wunderbar, hauen wir mal die Knochenwerkzeuge raus. Man kann hier einfach mal sagen, Knochenharpune und Knochenspeer. Statt Holzspeer und Holzharpune. Oh, wir haben einen Riesenhirsch erlegt. Altes Männchen war's, okay. Wow, das ist nicht schlecht. Ein Riesenhirsch, der gerade im Boden versunken ist. Schön. So verschwinden also Leichen. Gut. Genau, wenn mich hier, wenn man sieht, kämpfen und jagen. Zwei und hier eben eins. Ist also durchaus besser. Den Faustkeil brauchen wir als Schneidewerkzeug. Auch den werden wir mit Sicherheit noch längerfristig gebrauchen können. So, dalle. Haben wir wieder ein Rentier gejagt? Viel Spaß beim Schlacht. Ja klar, kletter einfach den Baum hoch, den Berg hoch. Mach ruhig, warum nicht? Kann man ja auch einfach mal machen, wenn man gerade nichts anderes zu tun hat. Hm, interessant. Ah, gut. Und wir haben wieder einen Händler vor Ort. Oh, der hat Hülsenfrüchte dabei und Brot. Ich möchte gerne Brot haben. Und Hülsenfrüchte. Wir können einfach mal Feuerstein. Ja, wobei Feuerstein ist natürlich auch eine relativ begrenzte Ressource. Ach, trotzdem. Und hier nehmt Holzspeer und Holzharpunen. Ich gebe schon viel zu viel aus. Wir können bald eh uns selber Holzscheite machen. Ist da was hier? Und da gehen wir von jedem eins ab. Bitte sehr. Da haben wir also Brot und Hülsenfrüchte. Die wahrscheinlich gar nicht mal so schnell verderben. Also ein bisschen Brot. Reines, recht trockenes Brot, was es damals ja gewesen sein wird. Wird ja recht lange auch haltbar sein, wenn du nur... Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass man nicht zig Sachen noch mit dabei fügt. So. Genau. Kind. Trage Brot. Das ist jetzt hier mein kleiner Schleppdienst. Haben wir da keinen Platz mehr für Hülsenfrüchte drin? Unpraktisch. Holzsperre raus. Holzsperre raus! Holzsperre raus! Dann trage es halt einfach ins Haus, geht auch. Weil auch hier in dem Haus sind die länger haltbar. Na, geht trotzdem recht schnell, ne? Aber egal, vielleicht bringt es ja was. Genau, am besten wahrscheinlich ist es sogar
einfach ein zweites Lagerhaus zu bauen. Also ich kann hier an dem Hügel nicht bauen, okay. Aber hier. Wie das hinterher, wie groß so eine Siedlung im Endeffekt dann wird, kann ich gar nicht so genau sagen. Dafür fehlen mir einfach die Erfahrungswerte nach einer Stunde und 10 Minuten. Feuerstein Axt und Feuerstein Hacke. Na perfekt. Können wir die doch mal einfach auch wahrscheinlich dauerhaft am besten herstellen. Weil wir dann. Dafür müssen wir Erz abbauen, aber wir müssen doch dann auch solche Steine abbauen können hier, ne? Genau. Und halt vor allem auch Bäume fällen können. Eine Buche. Die kann man mal gut fällen. Einfach nur damit wir es dann mal gemacht haben im Endeffekt. So, das ist jetzt eine neue hohe Prio. Ein Steinbock ist geflohen. Kein Steinblock. Steinblöcke laufen selten weg. Glaube ich. Und den hier, den Feuersteinspeer, sehe ich gerade noch nicht ein herzustellen. Wir müssen ein bisschen Feuerstein vielleicht auch sparen. Und der Knochenspeer ist prinzipiell von den Werten her gleich. Und Knochen haben wir noch. Also, bitteschön. Oh, da kommen gerade Esel durch. Da kommen wilde Esel. Ich hau mal. Die auch gleich schon gejagt werden sollen. Schön, wir haben allerdings keinen Platz frei im Lager. Überlegt es euch gut. Überlegtet euch gut. Und Auerochsen. Guten Tag. Die scheinen hier oben alle gerne zu dem See zu kommen. Es ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, hier an einem See zu bauen. Und wir haben den ersten Esel gejagt. Bringt uns wieder einen Punkt. Sehr schön. Ich muss sagen, wir schreiten doch ganz gut voran. Existiert eigentlich dieser Behälter da noch? Nee, ne? Der ist ja nur festgebackt wahrscheinlich. Weil der mitten im Lager steht. Egal, passiert. So, verbessern könnten wir die Hütte auch irgendwann. Und das irgendwann ist gar nicht mehr so weit weg. Denn ich nehme einfach an, wenn wir das beides haben, kommen wir dahin. Oder müssen wir eine bestimmte Zeit überbrücken? Wenn, genau. Zeitalter. Okay. Warten wir einfach ein bisschen ab. So, dalle. Können wir eigentlich bei den Lagern auch sagen, hier nur das, da nur das rein? Ich glaube, das geht nicht, oder? Ne, ich glaube nicht. So, hallo Händler. Stroh. Können wir eh noch nichts mit anfangen. Ich möchte ein paar von den alten Werkzeugen hier loswerden. Schauen. Ja. Können wir doch so machen. Bitteschön.
halt. Kind, auch du kannst das hier eben alles einlagern. Kinder sind halt, finde ich, super zum Tragen da. Da die halt eh, ne, hier, er holt Stöcke. Das können sie halt schon auch machen, klar. Bären sammeln wahrscheinlich auch. Aber für die schwierigen Aufgaben, die ja noch nicht geeignet sind. Und deshalb ist eigentlich ganz praktisch, ist die dann, glaube ich, zwischendurch einfach mal loszuschicken, um Sachen hin und her zu tragen. Schaut mal, ihr könnt doch übrigens auch mal dieses Lager für Hülsenfrüchte, oder? Überhaupt nicht mit den Hülsenfrüchten. Stopp, nur du bitte. Doch mal. Im Lager, genau. Ah ja, hier unten ist übrigens, was er alles tragen kann, ne? Okay, hat jetzt Hülsenfrüchte auch sogar mit dabei. Lagerhütte, Getreidespeicher und Lagerhaus. Steinkreis, genau, wir bauen uns immer einen Steinkreis in der Ecke. Warum eigentlich nicht? Und ich wollte heute erstmal eine Folge aufnehmen. Und bin jetzt bei fast einer Stunde. Gut. Werden es halt direkt 3 Folgen. Hier, vielleicht sollten wir Fleisch mal auf Produktionslimit für Fleisch auf die Bevölkerung einstellen. Weil Fleisch ist halt leider nicht endlos haltbar und wir jagen unsere Tiere. Wir können keine Tiere zum Aussterben bringen durch Jagen. Guten Tag, Frau Riesenhirsch. Sondern die. Oh, humpelt das? Was ist denn los? Sondern die Tiere kommen in jedem Frühling neu in die Karte eingewandert. Also man kann jetzt hier kein Tier auf Dauer zum Aussterben bringen. Sterben natürlich über die Jahre welche aus. In den 10.000 Jahren, die wir hier spielen. Und in den Tausenden von Jahren, die wir hier spielen. Ich denke mal, irgendwann wird vielleicht das Wollhaar, das Wollmammut oder so nicht mehr existieren. Keine Ahnung. Dafür kommen wir dann neue mit hinzu. Er betet und erlangt dadurch Moral zurück. Auch das kann man durchaus machen. Ich frage mich übrigens, wo die Menschenschädel herhaben, ne? Guten Tag. Das war übrigens gerade unser Gerb, Bottich. Und das ist unser Mensch. Aber lauf ruhig drüber. Ist in Ordnung, kannst du machen. Ich will mich auf jeden Fall diesem Stamm nicht anschließen. Der hat da Menschenköpfe. Schädel, aber gut. Was soll's? Achso, jo, wir können Hunddomestizierung einfach mal freischalten. So, und können wir jetzt irgendwas Neues bauen? Ich glaube nicht, ne? Nein. Nein, nein. Aber wir können halt jetzt. Wo sind Wölfe? Ich brauche mal einen freiwilligen Wolf. Bist du ein Wolf? Wildschwein. Bist du ein Wolf? Junges Weibchen. Ist orange. Fangen. Ich habe noch keinerlei Erfahrung mit dem Fangen von Tieren. Ich habe das Domestizieren in meinem anderen Spielstand noch nicht freigeschaltet. Aber ich hoffe, dass das nicht allzu böse endet.
Guck mal, hier oben liegt wieder noch ganz viel Fleisch rum. Das irgendwann wieder verdirbt. Malguck, hol. Kannst ja drei Sachen sagen, ne? Genau, und da haben wir nochmal Leder. Das Fleisch sollte übrigens nicht essen, aber ist in Ordnung. Jetzt frage ich mich gerade. Okay, Karob geht zum Wolf. Der Wolf ist mittlerweile wo? Da hinten. Ich will, dass das Spiel weitergeht, während ich das hier in dieser Sicht bin, aber das ist leider, naja. Hier werden Wildschweine gejagt. Hab ich noch irgendwo einen Wolf, der näher ist oder der in unsere Richtung wenigstens läuft? Nope. Okay, dann nicht. Falsche Taste. Jetzt geht's weiter. Oh, wie süß! Du weißt, dass der abhaut, ne? Hund! Haben wir jetzt einen Hund? Oh, wie der schwimmt, wie süß! Schlachten, nein! Haben wir jetzt ernsthaft einen Hund gezähmt? Ging der so schnell? Hunde sind die ersten domestizierten Tiere, die in deiner Siedlung auftauchen. Sie sind ausgezeichnete Wachtiere und helfen dabei, alle Eindringlinge abzuwehren. Alle Eindringlinge abzuwehren. Es ist übrigens gleich irgendwann 11 Uhr abends, nachts, wo ich hier aufnehme. Sobald du die Technologie Hundedomestizierung erforscht hast, kommen Hunde ständig in dein Dorf, abhängig von deiner Bevölkerung. Sie essen die Reste, die Menschen übrig lassen, daher müssen sie nicht gefüttert werden oder Unterschlupf erhalten. Geil! Du könntest übrigens auch außen rumlaufen. Du musst nicht durch den halb zugefrorenen See, weil wir haben minus 1 Grad oder 0 Grad. Du musst da nicht außen rumlaufen. Das kannst du natürlich. Du kannst ja gerne durchschwimmen. Ist auch egal. Noch ein Hund. Sehe ich irgendwo? Das ist ja noch ein Hund. Das ist ja nicht der, den wir eben vielleicht gezähmt haben. Ist ja noch einer. Nahrungsschaubild. Aber Tiere. Aber bei Tieren tauchen Hunde nicht auf. Sehe ich irgendwo, wie viele Hunde gerade hier sind? Da. Zwei Hunde. Super. Noch ein bisschen was. Ich baue einfach da noch ein Zeltchen. Falsche Taste zum Drehen. Z ist es. Ist ja nicht Y, ist ja richtig Z. Zum Drehen, das ist ein bisschen doof. Im Endeffekt baue ich jetzt wahrscheinlich in so einem Kreis außen rum. Mache ich jetzt mal einfach. Hier so weiter, ne? Dann machen wir hier so einen Halbkreis. Vielleicht, ja, vielleicht lieber hier. Und lassen uns das immer noch frei für Produktionsstätten. Hinten am Hügel können wir ja eh nicht bauen. Ich hoffe, wir können am besten hinterher eine Verteidigungsanlage uns hinklatschen. Das wäre doch irgendwie doof, wenn nicht. Aber gut. Strohschaubild, Nahrungsschaubild. Okay. Ah. Das ist auch ganz praktisch, das nicht irgendwo anders hinzupacken. Genau, Tiere, Transportmittel haben wir auch noch keine. Es gibt Schlitten, Karren und rollender Megalith. Interessant. Gruppierte Ressourcen.
Also jetzt ist hier alles Fleisch zusammen. Mir ist auch alles Fleisch zusammen. Ah, die sind jetzt hier einfach, genau, ja, ja, ja. Moment, ich möchte ganz gerne trotzdem diese Anzeige. Genau, die gruppierten Ressourcen. Das finde ich nämlich tatsächlich schöner. Nahrungsmittel, ich nenne es mal Baustoffe, Werkzeuge, Kleidung. Schön. Und allgemein haben wir ja hier oben stehen. Wo man sich jetzt aber auch... Junges Weibchen... Gott, ich hier noch viel Fleisch rum. Haben wir noch Platz im Lager, zum Glück. Aber auf unserem Nahrungstrockner nicht. Allerdings kann das ganze geräucherte Fleisch da eigentlich mal runter. Kind? Tue er dies. Kind? Erwachsener? Ein neuer Mensch wurde geboren. Na Mensch, ist ja toll. Ja. Mensch, Mensch. Blödsinn. Da oben kann ich auch einfach draufklicken. Das machen wir erstmal zu. Das irritiert mich irgendwie. So. Ein Weibchen. Ein Mädchen. Und zwar. Ist Voretka die neue? Ja. Oder? Moment. Haben wir irgendwo Verteidigung, Schaubilder, Aktivität, Aufgaben? Voretka und Voredak. Ich glaube aber, Voretka ist die neue.